Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge mit unseren mächtigen Äthiopien oder so ähnlich. Wir müssen jetzt erstmal unser Land aufbauen, aber vorher kaufen wir von den Franzosen hoffentlich Afar. Haben wir noch mal ein bisschen mehr Land. Und dann müssen wir mal gucken. Ne? Da müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen in die Wirtschaft gehen. Würde ich sagen. So, mal gucken, welche Richtung wir dann gehen. Das weiß ich auch nicht. Vorher löse ich mal die Pause in der Zwischenzeit. Wir müssten in diese Richtung gehen, ne? Damit wir hier die ein paar Bogen hier bekommen. Momentan ist ja alles ausgeglichen. Baugeschwindigkeit, genau. Ich verliere mal ein bisschen Verteidigung, ist okay. Und Geschwindigkeit. Aber ich denke mal, okay, Angriff verlieren wir auch anscheinend. Das ist mehr fürs Kämpfen hier. Und das ist mehr für Produktion und sowas. Wir könnten das noch manuell ein bisschen steigern. Ja. Das machen wir auch an. Österreich hat sich angeschlossen, okay. Das Deutsche Reich. Mal gucken, was hier mit Italien passiert. Weil die haben ja jetzt nur noch den Standardbau. Bin ich mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. So. Italien haben wir, Frankreich haben wir maximal verbessert. Das ist schon mal gut. Und dann müssen wir mal gucken, ne? Ob die uns das Land geben. Ich bin gespannt. Bisschen blöd, dass das britische Empire entstanden ist. Also faschistisch ist. So, jetzt erklären sich alle unabhängig. Das ist okay. Und Kanada natürlich. Und Indien. So, jetzt verlassen sie alle das britische Empire. Die haben keinen Bock auf die. Kann ich gut verstehen. Hätte ich dann auch nicht. Was macht eigentlich unsere Waffen eher bescheiden, ne? Garnison fehlt halt auch noch so viel. Wir müssten eigentlich mal eine ordentliche Polizeidivision machen. Normal. So. Jetzt wollte ich, wir könnten erstmal hier reingehen. Krieg mal Ansprüche. Und wir bauen erstmal das Land auf. Das wäre natürlich auch wichtig, ne? Zeitforschungsprozesse, Industrien, Elektronik. Zivilfabrik. Lokale Baugisch. Geschwindigkeit, Bauplätze. Ich glaube, die können wir dann mal wechseln, ne? Genau, müssen wir uns für eine Seite entscheiden. Staatslokale Baugeschwindigkeit, Bauplätze. Die lokalen Behörden werden von sich aus staatliche Verbesserungen vornehmen, okay. Was auch immer das heißt. Strategie des Staates ändert sich auf entwickeltes ländliches Gebiet. Was heißt das denn? Oder Infrastrukturprojekte. Baugeschwindigkeit für Infrastruktur. Da wird die lokale Bauentwicklung erhöht. Hier kriegt man Eisenbahn. Was ist hier? Ah, okay.
Ich hole mir erstmal die Zivilfabriken, glaube ich. Ja. So, mal gucken, was Frankreich macht. Yay! Yippie! Sehr schön, haben wir bekommen. Wie wir überhaupt keine Leute drin haben, ne? Echt belastend. Neues Sehen erklärt sich abhängig. Okay. Ich würde gerne was Neues gründen. Hallo? Duplizieren. Nee, machen wir eine Lehre. So. Kavallerie. Kavallerie. Oh, 10 Stück. Das mache ich immer so. Da haben wir noch nichts. So. Amore. Nee, machen wir hier die Garsen. Das wird dann TMP. Und das hier nehme ich mal ganz gern. Einmal so. Ändern wir das mal auf MP. Das ist dann nicht ganz so teuer, nämlich. Und die unterdrücken auch besser. Oh, das schnell jetzt natürlich in die Höhe, weil wir halt keinerlei Garnison haben. Das ist halt das Nervige immer. Okay. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Im Grunde. Ansonsten können wir nur noch die staatliche Industrie machen. Das wird gesteigert, okay. Das müssen wir noch wegkriegen. Kam so ein Haufen Punkte hier. Die können wir noch nicht einsetzen. Das ist sehr ärgerlich. Wir können hier noch ein bisschen reingehen, aber davon haben wir halt nichts. Ne? Gut, Luftwaffe-Erfahrung, aber und Luftwaffe ist jetzt ein bisschen schwierig. Was brauchen wir hier? Osten investieren. Achso, da müssen wir jetzt doch mal in die Staatsindustrie zuerst gehen, glaube ich. Sonst wird es nicht. Glaube ich. Das wäre schon gut. Gott, ey. Schon krass. So, staatliche Industrie, dankeschön. Tschüss, Gegner anpassen und verbessern. Typisch. Landausrüstungserfahrungskosten. Okay. Landausrüstungserfahrungskosten, was soll das denn sein? Grundproduktion, okay. Äthiopischer Schiffsbau. Aha. Minus 5 Basisstabilität, das ist natürlich schön. Währung reformieren, okay. Nee, brauchen wir alles nicht. Was kriegt man denn hier? Das ist nur Freiwillige, okay. Doktrinkosten, was? Friedenssicherungstruppen. Okay. Eine Kavallerieaufklärungsabteilung. Auch nicht schlecht. Äthiopische Luftwaffe brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann würde ich sagen, wir haben nochmal 2 Zivilfabriken bekommen, sehr gut. Baugeschwindigkeit für Infrastruktur, das ist natürlich gut, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Was kriegt man hier eigentlich?
Föderales Reich, Marionettenstaaten. Will ich Marionettenstaaten? Oder will ich alle für mich haben? Könnte, ist die Frage, was wir denn hier machen, ne? Ich würde ja schon gern das machen. Marionette, Äthiopisch Nordafrika wird unabhängig von Äthiopien. Okay, das ist aber nicht schön. Kolonialen Widerstand unterstützen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kosten Marionettenstaaten, das brauchen wir erstmal nicht. Hier hält mal Ansprüche, das brauchen wir erstmal nicht. Ansonsten. Das hier klingt noch ganz nett. Nee, wo anders. Hier war das, genau. Dass wir das erstmal machen. Und wir steigern die Produktionsleistung der äthiopischen Industrie. Erstmal. Damit wir hier erstmal investieren können. Und Fabriklast steigern. Sollte ich nicht noch Fabriken gerade kriegen? Ah, jetzt. Okay. Wie ich überhaupt keine Männer habe hier. Ja. Voll krass. Eieiei. Okay, wir haben halt keinerlei Ressourcen außerdem. Die müssen wir auch noch ein bisschen steigern. Fabriken von Konsumgütern, das ist natürlich auch nicht schön. Das ist natürlich auch doof, ne? Die korrupte Verwaltung. Da müssen wir uns hier erstmal ein bisschen erholen. Ach Gott, wie überhaupt nichts drin ist. Eieiei. Oh, das japanische Shogunat. Ah, hier geht es jetzt überall runter. Na Gott sei Dank. Ja, Nachrichtendienst kann man nicht mehr machen. Ey, das ist voll übelst. Das muss ich schon mal sagen. Wie schaut es denn sonst so aus? Es ist eher verliert, wie es scheint. Okay. Japaner drehen jetzt am Rad. Okay. Ist auch geil hier. Libysche Sozialistische Republik und das Königreich Libyen. Die sind frei. Oh, was da passiert? Oh, okay. Das Ende des Völkerbunds. Na, so ein Pech. Dann können wir den Rest machen, oder? Genau. Viehzucht, okay. Korruption müssten wir auch noch wegkriegen. Gehen wir erstmal da rein. Da hapert es dann nämlich auch an der Baugeschwindigkeit. Ist dann auch nicht so toll. Ach Gott, das dauert ja alles ewig hier. Ach du grüne Neue. Müsste man ja fast mal ein bisschen vorspulen hier. Hier passiert ja nicht wirklich was. Kann man noch warten. Der Effekt Wiederaufbau des Landes ist weg. So, Irland wurde annektiert.
Aber immerhin gehen unsere Forschung voran, ne? Ist ja auch schon mal was. Müssen auch weiter in die Waffen gehen, ja. Eigentlich. Noch nicht mal Fliegerhammer. Gut, können wir eh nicht bauen, von daher ist eh wurscht. Baugeschwindigkeit. Ach Gott, ey. Nur zwei Slots, ne? Da kommst du nicht weit. Richtig. Ist halt ein bisschen doof. Ist halt die Frage, ne, die Türen nicht dekolonisieren jetzt, ne? Glaube ich. Politische Austerität, Kriegsindustrie. Diensten Übersee. Ah, sieht man leider nicht. Ruhig die Spione haben wir nicht. Das geht leider nicht. Übrigens haben wir da die Produktionsobergrenzleistung geändert jetzt. Ist ja schon mal was. Das hier müsste man ändern, ne? Genau. Hier mal für Teilmodul machen. Machen wir das schon mal. Das können wir nicht ändern. Müssten wir auch mal ändern. Eigentlich. Baugeschwindigkeit, Forschungsgeschwindigkeit wurden ein bisschen geändert. Immerhin. Immerhin ein bisschen erhöht, ne? Es dauert halt alles viel zu lang hier, diese ganzen Vorgänge für so ein kleines Land. Oh. Basisstabilität und Basiskriegsunterstützung? Nee. Fabrikenkonsum minus 5. Okay. Ist auch nicht schlecht. Dann ändern wir das mal, damit wir diese Dinge wegbekommen. Dann können wir das auch ändern. Wie blöd, dass ich keine Truppen ausheben kann, ne? Naja. Immer wird das repariert. Oh, die spanische Kommune oder karlistische Spanien gewinnen. Da bin ich mal gespannt. Oh, Portugal ist auch kommunistisch geworden. Haben wir jetzt einen Haufen Kommunisten oder wie oder was? Ja, okay. Interessant. Schaut es denn hier aus? Mhm. Habe ich eigentlich irgendeine Flotte mir geholt? Nee, ne? Hatte ich mir keine gekrallt. Schade. Ausbau der Hauptverkehrsstraßen fördern. Oh ja. Mehr Infrastruktur. Das finde ich gut. Das ist sehr gut. Indien dreht wieder durch. Wo ist denn die Infrastruktur? Hier. Oh, wow. Voll ausgebaut hier in der Hauptstadt. Überall eins, ach du Scheiße. Das ist ja richtig schlecht. Eieiei. Na gut. Was soll ich mit den ganzen Punkten machen? Können wir das jemand mal verraten? Versorgung, haben wir Kriegsleistung. Okay. Gibt es hier noch was Besseres?
Die könnten wir eigentlich mal rausnehmen, ne? Die brauchen wir erstmal nicht. Nachschubreiche plus 10, das bringt mir alles nichts. Das ist unsere Kaiserin. Aha. Hier haben wir ja noch einen Innenminister. Baugeschwindigkeit und hier Nachschubreichweite, Reparaturgeschwindigkeit. Würde ich erstmal den einstellen. So. Okay, dann haben wir das erweitert. Kriegshelden befördern. Tarnung. Reduktionskosten für Landdoktrin. Oh, das ist gut. Freiwillige entsenden. Was? Bauen Sie einen Nachrichtendienst auf. Wenn Sie das Upgrade passiert, verteilen auf den Nachrichtendienst an. Okay. Das ist eigentlich erstmal uninteressant hier, ne? Müssen erstmal weiter bauen. Da werden wir nicht drum herum kommen. Das gehört dann leider auch dazu. Fürchte ich. Was ist jetzt passiert? Ach ja, die Dinge sind fertig. Dann gehen wir jetzt auf begrenzt. Umfangreich geht nicht. Brauchen wir auch nicht. Passt. Okay. Keine Marine-Tradition, ja. Wir brauchen schon Marine. Wir haben sehr gute Boni bei der Kriegsführung. Der Rest ist eher so... Naja. Würde ich mal sagen. Komm, stell dich mal daher. So, zum Spaß. Das passt dann schon. Wenn irgendeine Vorlage nicht ändern. Die kann ich ändern? Die kann ich auch. Ach, den hier kann ich nicht ändern. Was bist du denn für einer? Ach, dieser komische hier. Okay. Deutschland beansprucht das Mimeland. Okay. Dann macht mal. Genau hier oben, Äthiopisch, Nordafrika haben wir ja. Mal gucken. Wir haben ja so verschiedene Erfolge, ne, die man machen kann. Jerusalem holen. King of the Kings. Da müssen wir die ganzen Gebiete einnehmen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Da müssten wir... Ach, da müssten wir kommunistisch sein. Das können wir dann schon mal nicht machen. Weg zur afrikanischen Einheit abgeschlossen. Ja, das wäre so das, was wir machen könnten, nachdem wir das hier unten eingenommen haben. Rasche industrielle Expansion, sehr schön. Ach Gott, wir können ja schon das nächste machen wieder. Kommt mir ja gar nicht mehr nach. Wir haben viel zu wenig Forschungsplätze. Gibt es ja noch irgendwo welche? Hier unten. Okay, dann müssen wir da mal runter. So, Norden investieren. Das gibt uns neue Sachen frei. Alle Stadien, in die investiert wurde. Okay. Da müssen wir erstmal überall investieren. Na gut. Dann machen wir das mal.
Dann schauen wir. Was kriegt man hier? Ach, kriegen wir die Konstruktionsbüro und sowas. Sehr schön. Hier ist auch schon alles voll, ne? Können wir den ändern? Brauchen wir da irgendwas anderes? Könnten außer als Übergangsregierung machen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dann könnten die das Land aufbauen. Ja, machen wir das mal. Autonome Region Afar. Afar Aziendenstreitkräfte. Okay. Wir können die nämlich hier ein bisschen Zeug machen. Dann kriegen die hoffentlich noch so ein paar Fabriken und sowas. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das so machen. Ich hoffe, das andere können wir dann noch machen, ne? Ja. Ist alles im Besitz sein, genau. Machen wir das doch mal. Könnte man eigentlich auch das föderale Reich machen, die Marionettenstaaten rauslassen und dann später wieder annektieren. Wäre auch eine Idee. Müssen wir mal gucken, ob wir das so machen. Da bin ich noch etwas unentschlossen. Mehr Forschung. Oh, das dauert ewig alles. Eieiei. Was willst du? Ach, das könnte man steigern. Will ich das? Nee, erstmal nicht. Da brauchen wir noch die Leute. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Alles leer hier. Wir könnten auf begrenzte Exporte gehen oder den Freihandel. Da wird man nochmal Baugeschwindigkeit kriegen. Ich meine, wir haben eh nichts, oder? Ja, nicht wirklich. So. Machen wir erstmal den Freihandel. Das passt schon. Da holen wir uns die schönen Sachen. Panay-Vorfall. So, so. Leck. Danke. Kann ich mal Truppen ausbilden? Weil mir Zeug fehlt. So. Außer integrieren. Nee, das wollte ich nicht. Osten investieren. Da kriegt man nochmal das. Okay, hier kriegt man Forschungsmittel, Waffen und Ausrüstung. Ja, das ist alles wichtig. Waffen und Ausrüstung, Artillerie, ja. Brauchen wir alles. Gleich mal einstellen. Oder müssen wir hier irgendwas machen? Nee. Okay. Schwere Spannung zwischen Japanern und Dingens. Oh. Jetzt wird hier was angezeigt. Wieso wird das hier nicht angezeigt? Kommunikationsstruktur. Okay. Schäfer elektrisieren. Was ist das? Lokale Baugeschwindigkeit. Okay. Bauplätze, lokale Baugeschwindigkeit, Bauplätze. Ja, geht immer nur eins. Oh, schade. Dann mach mal. Wie lange dauert der Spaß? Ein Monat. Pff.
Okay. Versorgungsengpass in Gottscham. Okay. 140 politische Macht. Lokalen Behörden werden sich damit befassen müssen. Ne, dann machen wir das hier natürlich. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Zeug verloren hier, ne? Eieiei. Teurer Spaß. Auf jeden Fall. Okay. Dezentralisierung Äthiopien. Ach, sind denn diese Boni oder was? Scheint so. Okay. Dann investieren wir mal, würde ich sagen. Muss ich das jetzt echt überall machen? Oder wie? Alle Staaten in den Regionen, in die investiert wurde. Ein Staat in jede Region, in die investiert wurde. Ach, muss ich jetzt echt überall das machen? Ach, die Scheiße. Das ist doch ein teurer Spaß. Bin ich hier irgendwo noch Machtpunkte? Nicht so wirklich, ne? Hier kriege ich ein bisschen. Eieiei. Das dauert ein bisschen. So. Osten investiert. Viehzucht. Basisstabilität. Oh, das ist gut. Kabelreiter. Oh, interessant. Wir schalten erstmal die ganzen Typen frei. So, dann ist der hier oben freigeschaltet. Was machst du? Forschungsfähigkeit, Industrie. Das wäre nicht schlecht, tatsächlich. Oh, das ist aber groß. Ist jetzt ein bisschen größer, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Weil hier sind noch viele kleine. Okay, der hat nur den Standardbaum. Schauen wir mal, ne? Und das andere? Ah ne, das haben wir jetzt schon gemacht. Gib mir Punkte! Ich will ausbauen. Ich will schon wieder in die Waffenindustrie gehen hier. Eieiei. Da hängen wir echt hinterher. Ah, die bilden sogar schon aus. Sehr gut. Das ist sehr gut. Elektrifizieren. Jetzt ist die Frage, was muss ich genau machen? Ein Staat in jede Region, der investiert wurde. Ja, doch, ich muss überall einmal rein investieren, sehe ich das richtig? Holen wir ein deutsches Ultimat und so. Ja, da gibt es wohl jetzt Krieg da oben, ne? Die Polnische Republik.
Ja, bin ich mal gespannt, wie weit die kommen. So, können wir sonst noch irgendwas machen? Eritrea. Ja. So, da könnt ihr noch hier ihr Zeug machen. Da könnt ihr nämlich schöne Fabriken für mich bauen, die sie hier bekommen. Hoffe ich mal. Aber nochmal schon. Da müssen wir die nicht bloß annektieren. Hoffe ich. Deutscher Druck auf die Benelux-Staaten. Fall von Warschau. Okay, das geht schnell. So, in den Westen investiert. Kaffeeindustrie erweitern. Okay. Steht leider nicht dabei, was alles, ne? Dann erweitern wir mal die Kaffeeindustrie. Das geht schnell. Teilen die? Das Land? Nee, ne? Haben sie keinen Bock drauf. Okay. Oh, das sieht so aus, als würde die spanische Kommune gewinnen. Das ist aber nicht schön. So, jetzt können wir hier weiter investieren. Achso, das eine ist noch nicht durch. Müssen wir mal gucken, wie das so ist, wenn das durch ist. Ob es da noch eins gab? Nee, das müsste hier oben dann fertig sein, oder? Frage, sieht man das jetzt hier? Nee. Nicht wirklich. Das war Mist. Okay. Ja, machen wir erstmal die Kleinen, würde ich sagen. Dann schauen wir weiter. Äthiopisch-Somalia. Die haben ein bisschen viel Land gekriegt hier für meinen Geschmack. Ich dachte eigentlich, das wäre schon mein Eigentum. Der Drache greift die Sonne an. Okay. Wie auch immer. Gehen jetzt hier schön rein, dann bauen die hoffentlich ein paar Truppen, die wir dann nehmen können später. Das wäre schön. So. Brüch noch mehr Punkte. Mehr Punkte, mehr Punkte, mehr Punkte. Das hier nervt immer noch, dass ich das nicht nehmen konnte. Das ist sehr nervig, dass es abgebrochen wurde. Da fehlt mir ein bisschen Kraft in der Armee dann. Oh, Amerikanische Union. Okay. Nett. Ja, das wird interessant jetzt, da oben. Bin ich mal gespannt. Und ich kann mir leider noch alles von Afrika aus anschauen. Sehr nervig. Aber was willst du machen?
So. Kaffeeindustrie ausweiten. Sehr schön. Da warten wir noch. Während reformieren. Muss ich mal kurz hier reinschauen, ob es hier irgendwelche größeren Mali gibt, die nicht so gut für uns sind. Ja, die Armee leidet halt ein bisschen, ne? Eine Rebellion beschaut, wenn die Stabilität geringer als 15 ist. Ne? Oh, okay. Sollte man gar nicht so hoch gehen, ne? Im Krieg müssen wir dann wieder hier rüber, quasi. Ist sogar billiger. Forschungsgeschwindigkeit, Industrie, was haben wir sonst noch? Eisenbahn, Elektronik. Das ist eigentlich die beste Option, würde ich fast sagen. Aber vorher investieren wir noch hier rein, überall. So. Bevor wir uns da den Typen kaufen. Es wird wieder geredet. Achso, warte mal. Muss ja erstmal hier weitermachen. Was nehmen wir denn jetzt? Basisstabilität könnten wir ganz gut gebrauchen. Ja, ja, red nur. Hier wird man nochmal politische Macht kriegen. Ah, dann können wir das nicht machen. Das ist ja doof. Komm, ihr Mischling mal die Ras. Das passt schon. Ja, da muss man eh ein bisschen das Gleichgewicht halten. Von daher passt das schon. Das wäre, glaube ich, am besten. Oh, Wirtschaftsboom. Die Bemühungen der Zentralen der Verwaltung und Regierung zu verbessern und die verschiedenen Regionen zu integrieren haben zu einem Wirtschaftsboom. Barburg Kaffer gehört. Die Region zieht Arbeiter aus vielen Teilen des Landes an. Industrie expandiert. Ah. Mit. Wir sollten noch viel mehr investieren in die Region tätigen. Wo ist ein Ibo Kaffer? Hier hinten. Ich hätte gerne die politische Macht und die Stabilität, glaube ich. So. Eisenbahn organisieren? Nee. Brauchen wir alles nicht. Das passt schon. Was machen denn uns... Oh, wir sind im Plus. Ich bin begeistert. Moment. Was haben wir denn hier eigentlich so für eine Dingens? Gefechtsbreite 80, ne? Passt das immer in den 20ern? Dann wird es Zeit für die ersten Truppen, oder? Schulfeeds wieder einem Soldaten. Na geil. Lars, super. Wir haben doch keine Leute.
Frankreich ist so gefallen. Kiewereich hat Neuseeland die Kriege erklärt, okay. Aber das heißt ja imperialistisches Neuseeland. Na gut. Nicht so schnell. Eigentlich müsste ich erst überall investieren, damit ich das Maximum da rausbekomme. Ne? Oh, hier kriege ich gar kein Forschungsinstitut aus. Nicht so richtig. Kriege ich nur Öl. Öl. Okay. Dann nehme ich doch lieber die Fabrik. 30 kontrollierte Fabriken brauche ich da. Okay. Das ist aber viel. Dann kann ich denn das machen? Ach, ich brauche nur einen von denen. Ja, das geht ja. Das geht ja tatsächlich. So, gehen wir da mal da rein. Oh, so langsam, ne? Kriegt man die Fabriken zusammen. War meine Fabrik als nächstes. Wäre mal nicht schlecht, glaube ich. So, machen wir hier noch ein bisschen weiter. Ja, das wird ein interessantes Verhältnis hier. Da sind die Achsenmächte und hier drüben die Amerikanische Union. Bin ich mal gespannt, wie das da endet. Bin auch mal gespannt, wie das dann bei uns endet. Aber das werden wir dann erst in einer der weiteren Folgen sehen. Jetzt machen wir erst wieder Schluss heute. Oh, die war schon wieder viel zu lang, die Folge, sehe ich gerade. Eieiei. Mal wieder versunken in euch hier. Typisch. Gut, machen wir Schluss heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.